Wenn ich euch heute Morgen fragen würde, was prägt dein Leben? Was kennzeichnet, was charakterisiert dein Leben vielleicht am meisten oder fast am meisten? Was würdest du sagen? Wahrscheinlich würden einige von euch sagen, ja, es ist mein Beruf. Der beschäftigt mich, der prägt mein Leben. Mindestens 8 Stunden pro Tag beschäftige ich mich damit. Andere würden sagen, es sind Beziehungen, es sind Freundschaften, es ist meine Familie, es ist mein Ehepartner, es sind meine Kinder. Jemand anderer würde sagen, es ist mein Hobby. Es können ganz verschiedene Sachen sein, es kann auch banaler sein, essen, trinken, schlafen, Geld verdienen, Kleidung aussuchen, Kleidung waschen oder ähnliche Dinge. Die wenigsten von uns würden wahrscheinlich sagen, was mein Leben wirklich prägt, ist Sünde. Wer von euch würde sagen, Sünde prägt mein Leben? Okay, es sind nur Heilige hier. Tatsächlich ist es so, dass Sünde unser Leben mehr prägt und kennzeichnet, als wir oft meinen. Und zwar die Sünde in uns, die Sünde anderer Menschen und letztlich die Sünde, wie wir sie in der ganzen Welt haben. Hat dein Haus, hat deine Wohnung, hat dein Auto ein Schloss? Warum eigentlich? In einer Welt, in der es keine Sünde gäbe, bräuchten wir keine Schlösser. Weißt du, wie viele Gesetze und Regelungen es in Deutschland gibt? Fast 100.000 Gesetze und irgendwelche Regelungen und Normen und Beschreibungen und Gesetzesbücher, fast 100.000 Regelungen alleine in Deutschland. Warum wohl? Weil wir Deutschen so gute Menschen sind, oder? Warum gibt es Ärzte, Krankenhäuser, Physiotherapeuten und Apotheken? Man braucht sie erst, seitdem es die Sünde in der Welt gibt. Warum wächst in deinem Garten Unkraut? Warum gibt es Fliegen, die dir den Schlaf rauben? Warum gibt es Mücken, die auf sich aufmerksam machen, indem sie dich stecken? Warum gibt es einen Krieg in der Ukraine? Warum gibt es Massaker in Grundschulen? Warum, ganz banal, gibt es Verkehrsregeln? Warum muss ich seit 35 Jahren eine Brille tragen? Ist nicht weiter schlimm, aber auch nicht schön. Warum gibt es Überwachungskameras und Virenscanner und Passwörter? Alles total nervige Dinge. All diese Dinge gibt es, weil es Sünde, weil es das Böse in dieser Welt gibt und in unserem Leben. Ich denke, wir sind uns einig, dass das Leben auf dieser Erde total ambivalent ist, total gegensätzlich. Einerseits wunderschön, ich liebe die Natur, ich liebe Sport, ich liebe Beziehungen, ich liebe Familien. Ja, das mit dem Sport sieht man mir nicht mehr an, aber es war mal. Es gibt so viele schöne Dinge und gleichzeitig leben wir in einer Welt, in der das Leben so schmerzvoll, so leidvoll, so unerträglich ist. Und das hat damit zu tun, dass es Sünde in unserer Welt gibt. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Sünde. Und ich weiß, es gibt Themen, die sind einfach schöner, die sind angenehmer, die sind irgendwie vielleicht auch ja, romantischer oder fühlen sich auf jeden Fall besser an, erfrischender. Aber ich glaube, dass dieses Thema, diese Predigtreihe absolut wichtig ist. Dass sie sehr grundlegend, sehr zentral ist, weil sie sich mit dem größten Problem beschäftigt, das wir als Menschheit haben. Und das uns täglich, jeden Tag beschäftigt. Immer, ständig haben wir genau damit zu tun, das größte Problem, sehr grundlegend und zugleich die gute Nachricht ist, in der Bibel, bei Gott, erfahren wir auch, was die Lösung dieses Problems ist. Ich möchte beginnen mit einer Definition von dem, was Sünde ist und ich möchte erstmal sagen, was Sünde nicht ist. Sünde ist nicht eine Lappalie. Sünde ist nicht harmlos, Sünde ist keine Kleinigkeit und Sünde ist nicht die Übertretung einer menschlichen Regel. Dummerweise reden wir im Deutschen von Verkehrssünden. Das ist eigentlich eine Banalisierung, eine Verharmlosung. Wir sollten das eigentlich nicht machen, ist egal, hat sich so eingebürgert. Aber eigentlich drückt es nicht das aus, was Sünde ist, weil Sünde nicht irgendwie ein Verstoß gegen ein menschliches, vielleicht sogar willkürliches Regelwerk ist. Und ich möchte beginnen mit einer einfachen Definition von Sünde. Was Sünde ist, definiert Gott allein. Es gibt niemanden und nichts, dem es zusteht, zu definieren, was Sünde ist. Kein Mensch, keine Kirche, keine Gemeinde, kein Papst, niemand hat das Recht zu sagen, das ist ab heute Sünde und das ist ab heute nicht mehr Sünde. Sünde ist per Definition etwas, was Gott allein definieren darf und kann und der auch darauf besteht, dass er der Einzige ist, der das tut.
Und damit, daraus fließt auch die zweite Umschreibung von Sünde. Sünde ist ein Verstoß gegen den Willen Gottes. Gott hat einen Willen, Gott hat definiert, was gut und was schlecht ist, was er möchte und was er nicht möchte. Ein Verstoß gegen den Willen Gottes, gegen den von ihm definierten Maßstab, gegen seinen Willen, gegen seine Richtlinien, gegen seine Gebote und Verbote. Jeder Verstoß dagegen ist Sünde. Eine Übertretung dieser Regelungen Gottes ist Sünde und nichts anderes. Wenn wir in die Bibel schauen, ganz am Anfang, dann haben wir dort eine Erzählung, die ist sehr prominent, die ist sehr bekannt. Und diese Erzählung, der Ursprung der Sünde, der Karrierestart der Sünde, könnte man sagen, in dieser Erzählung wird sehr deutlich, was das Problem mit Sünde ist und was auch das Wesen, was der Kern von Sünde ist. Und ich möchte uns diesen Text lesen. Er steht in 1. Mose, Kapitel 3. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 6. Ein sehr grundlegender Vers, wir predigen auch immer wieder mal darüber, weil es so bedeutend ist, zu verstehen, was hat es mit Sünde auf sich, wie funktioniert sie, was ist das eigentliche Problem damit. 1. Mose Kapitel 3 heißt es, die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagt die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Um diese Geschichte zu verstehen, um diese Erzählung zu verstehen, müssen wir wissen, was vorher passiert ist. Vorher hat Gott den Menschen uns mit Liebe, mit besonders viel Aufmerksamkeit erschaffen und Gott hat uns viel anvertraut, nämlich seine Schöpfung. Das, was er vorher erschaffen hat, die Natur, die Schöpfung, die Pflanzen, die Tierwelt, all das hat er uns Menschen anvertraut und er hat uns gesagt, gestaltet das Leben, genießt das Leben. Diese Welt, die ich für euch erschaffen habe, enthält so viel Wunderschönes, gestaltet und genießt das Leben. Und das Gute ist, ich, Gott, ich ziehe mich nicht zurück, sondern ich bleibe bei euch. Ich bleibe in einer Beziehung mit euch. Ich komme euch zwischendurch besuchen. Und im Übrigen, damit ihr nicht so alleine seid, habe ich euch zu zweit erschaffen. Jeder, der verheiratet ist, weiß, das ist eine gute Sache. Und jeder, der nicht verheiratet ist, weiß trotzdem, Gemeinschaft mit anderen Menschen ist eine sehr, sehr gute und wertvolle Sache. Und Gott setzt noch einen drauf. Er gestaltet sogar einen Garten für Adam und Eva, für die Menschen, und sagt, ich habe etwas Besonderes für euch gemacht. Perfekte Bedingungen, eine heile Welt und es gibt eine Regel. Und diese eine Regel darf man nicht falsch verstehen. Die Regel ist nicht dafür da, um euch einzuengen. Sie ist nicht willkürlich, sondern im Gegenteil, so wie Kevin es vorher gesagt hat, es gibt eine Regel, die gut für uns Menschen ist. Die Regel ist dafür da, um diesen bewahrten Raum zu bewahren, um dieses Besondere zu erhalten, damit nichts kaputt geht. Es gibt ein Verbot aus Liebe für uns Menschen, weil Gott uns eben nicht als Maschinen erschaffen hat, nicht als bessere Tiere, sondern als Menschen mit einem Willen. Wir können uns entscheiden für und gegen Dinge. Er zwingt uns nicht. Sagt Gott, es gibt eine Regel. Esst von diesem einen Baum nicht. Denn das Problem mit diesem Baum ist, er wird euch dazu bringen, diese Frucht wird euch dazu bringen, dass ihr das Böse und das Gute selbst anfangt zu definieren. Das Problem an diesem Baum ist, er bringt euch den Tod. Alle Früchte dürft ihr essen, nur diesen einen Baum nicht. Das ist die einzige Regel zu eurem Schutz. Und eben, Gott hat uns mit einem freien Willen geschafft. Er hat keinen Stacheldraht drum gemacht, sondern er sagt, der Ball ist jetzt bei euch. Hier ist die Regel, hier ist das Paradies. Lebt euer Leben und entscheidet selbst, ob ihr die Regel einhaltet oder nicht. Was passiert? Wir Menschen, Adam und Eva exemplarisch, ziehen die Option, uns gegen diese Regel zu entscheiden. Und Adam und Eva, vielleicht fasst du dir an den Kopf und sagst, wie kann man so dumm sein? Ja,
Aber das gilt für jede einzelne Sünde in meinem Leben auch. Wie kann man so dumm sein? Wie kann man so dumm sein? Gott macht Regeln, gute Regeln. Aber nicht, um uns einzuschränken, aber er überlässt es uns, ob wir sie halten oder nicht. Und was das Besondere an dieser Geschichte ist, Eva weiß, wenn wir dagegen verstoßen, müssen wir sterben. Das ist die Konsequenz, das hat Gott vorher angekündigt. Aber die Schlange sagt, hey, das ist nicht so. Das ist wirklich nicht so. Also Gott lügt eigentlich. Das will ich so nicht sagen, aber eigentlich lügt Gott, sagt die Schlange. Gott weiß, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sein wie er. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ihr könnt das dann selber definieren. Ihr werdet euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Und das ist sogar wahr. Die Frage ist, ob das erstrebenswert ist. Und Eva schaut es an und sagt, ey, das ist total verlockend, das ist total attraktiv. Der Adam, der hat nicht mal drüber nachgedacht, der hat sofort mitgemacht. Was hier eigentlich passiert ist, Adam und Eva entziehen Gott das Vertrauen. Das Problem an Sünde ist, dass es im Wesentlichen ein Vertrauensentzug Gott gegenüber ist. Das ist das Eigentliche. Es ist Misstrauen Gott gegenüber. Es ist das Vertrauen, das Misstrauen Gott gegenüber. Ich vertraue Gott nicht mehr, dass das, was er definiert hat, was gut und böse ist, dass das wahr ist. Ich entziehe ihm das. Ich glaube ihm das nicht mehr. Genau das hat Eva und Adam, sie haben es Gott nicht mehr geglaubt, dass dieser Baum für sie schlecht ist. Ich vertraue nicht darauf, dass das, was Gott von mir fordert, gut ist. Ich unterstelle Gott schlechte Absichten. Ich unterstelle ihm, dass er keine Ahnung hat. Ich unterstelle ihm, dass er es nicht weiß und dass ich es besser weiß. Das ist, wenn ich die Bibel richtig verstehe, der Kern und das Kernproblem von Sünde. Es ist nicht diese Frucht, die Adam und Eva gegessen haben. Es ist nicht so, dass sie am Verhungern waren oder zu wenig Auswahl da war. Es ist nicht so, dass Gott diese Frucht zu schade war und er nicht 1000 neue Früchte hätte machen können. Das ist gar nicht der Punkt. Die Frucht, das ist total banal. Der Punkt ist, dass Adam und Eva Gott nicht mehr vertrauen. Sie unterstellen Gott böse Absichten. Und das tue ich, das tut jeder von uns immer in dem Moment, in dem wir uns für die Sünde entscheiden. Immer wenn wir gegen Gottes Gebote oder Verbote verstoßen, glauben wir, dass wir es besser wissen. Denken wir, dass Gottes Regel schlecht ist, dass er schlechte Absichten hat. Das Absurde daran ist, Gott hat noch nie irgendjemandem etwas Böses getan. Er hat Adam und Eva liebevoll behandelt. Und Gott hat auch dich und mich in unserem Leben bis jetzt liebevoll behandelt. Er hat uns beschenkt, er war immer gut zu uns. Adam und Eva buchstäblich haben im Paradies gelebt. Es hätte nicht besser sein können. Aber plötzlich ist da Misstrauen Gott gegenüber, aus dem Nichts. Und sie unterstellen Gott böse Absichten. Man könnte sagen, zu sündigen bedeutet, Gott zu misstrauen und einer Lüge zu vertrauen. Zu sündigen bedeutet immer, Gott zu misstrauen und einer Lüge zu vertrauen. Immer wenn ich denke, es lohnt sich zu sündigen, misstraue ich Gott und vertraue einer Lüge. Denn es entpuppt sich bei jeder Sünde immer gleich, seit Jahrtausenden, seitdem es die Menschheit gibt, seitdem es die Sünde in der Welt gibt, entpuppt sich das immer. Sünde lohnt sich nicht. Am Anfang erscheint es attraktiv, am Anfang erscheint es, es lohnt sich. Nur um nachher festzustellen, es hat sich nicht gelohnt. Das ist immer das Gleiche mit Sünde, es gibt keine Ausnahme. Zu sündigen bedeutet, Gott zu misstrauen und einer Lüge zu glauben. Und diese Lüge kann jemand an mich herantragen. Sie kann von RTL oder sonst woher kommen, die kann von YouTube kommen, die kann aber auch von mir aus kommen, dass ich mir selber etwas zurechtlege, ich rede mir etwas ein und glaube, es wäre wahr. Sünde ist ein Vertrauensentzug Gott gegenüber, aber Sünde ist noch mehr, Sünde ist auch Rebellion gegen Gott und die Emanzipation von Gott. Es ist die Loslösung von Gott. Zu sündigen bedeutet, ich stufe Gott herab und mich selber mache mich selber zum Gott. Ab heute definiere ich, was gut und was richtig ist. Oder zumindest in dieser Situation weiß ich besser. Ich entscheide, was gut und böse ist. Ich bin der neue Maßstab. Ich bin der Maßstab für mein Leben.
Funktioniert das? Offensichtlich nicht. Adam und Eva und wir alle erleben das schmerzlich. Recht häufig wird Sünde als Zielverfehlung definiert. Das ist sehr, sehr verbreitet zu sagen, Sünde ist nichts anderes als eine Zielverfehlung. Ich habe ein bisschen meine Mühe mit dieser Definition, denn die Vorstellung, dass Sünde ist wie eine Zielscheibe, die ich nicht genau in der Mitte getroffen habe, sie ist ein bisschen irreführend. Denn jeder versucht eigentlich bei einer Zielscheibe, Pfeil und Bogen, versucht die Mitte zu treffen. Aber selten passiert das, oder? Man versucht die Mitte zu treffen, aber meistens trifft man sie nicht. Sünde ist eigentlich anders. Sünde ist nicht, ich versuche es, habe es aber nicht geschafft, sondern Sünde ist, ich nehme eine andere Zielscheibe. Das ist die eigentliche Zielscheibe, aber ich nehme eine komplett andere. Das ist das Wesen von Sünde. Ich richte mich gar nicht mehr nach Gott aus, sondern ich mache mein eigenes Ding. Sünde ist eigentlich eine Haltung, eine Einstellung. Es ist nicht einfach die Tat. Die Tat ist nicht das eigentlich Problematische an der Sünde. Das manchmal auch, mal mehr, mal weniger. Aber das Eigentliche ist die Haltung. Der Gedanke, ich rebelliere gegen Gott. Ich entscheide mich gegen den Willen Gottes. Ich mache mein eigenes Ding. Und wir werden gleich einen Text lesen, wo Paulus deutlich macht, diese Emanzipation von Gott ist eine Abwärtsspirale. Gott gibt uns diese Freiheit, aber es endet böse. Es wird immer schlimmer. Die Welt, in der wir leben, und ich will gar nicht sagen, es wird immer alles schlechter und schlimmer. Es ist immer ein, es gibt gute Sachen und es gibt schlimme Sachen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir Menschen relativ kreativ darin sind, neue und krassere und extremere Sünden zu erfinden. Warum ist das so? Weil wir die Freiheit, die Gott uns gegeben hat, ausnutzen, uns gegen ihn zu entscheiden. Und dann ist es eine Abwärtsspirale. Es gibt ein drittes. Sünde ist eine Beschmutzung von Heiligkeit. Ich sage mehr nachher zu meinem schmutzigen T-Shirt, das ich heute anhabe. Falls ihr euch wundert, ob das moderne Kunst ist. Ja, moderne Kunst sieht auch manchmal wie Sünde aus oder wie Dreck. Aber ich sage nachher mehr dazu. Sünde ist letztlich auch eine Beschmutzung von Heiligkeit. Gott ist heilig und wir sind heilig und rein erschaffen. Wenn wir sündigen, verunreinigen wir etwas Heiliges, nämlich uns selbst, und sind damit nicht mehr fähig, in der Gemeinschaft mit einem heiligen Gott zu sein. Sünde ist fatal. Sünde ist schlimm. Sünde ist nie harmlos. Und Sünde ist nicht nur dann schlimm, wenn ich erwischt werde oder bloßgestellt werde. Das macht Sünde nicht schlimmer. Das macht sie zwar unangenehmer, aber nicht schlimmer. Sünde ist nicht nur dann schlimm, wenn ich unmittelbar eine negative Folge habe, wenn ich dann schlechtes Gewissen habe oder schlecht schlafen kann. Das ist nicht das eigentliche Problem von Sünde. Sünde ist nicht ein knappes Verfehlen des Zieles, sondern es ist die Wahl einer anderen Zielscheibe. Sünde ist ein Vertrauensentzug Gott gegenüber, eine Rebellion gegen Gott, eine Emanzipation von Gott und eine Beschmutzung von Heiligkeit. Und damit sind wir auch bei den Folgen von Sünde. Was passiert, wenn ich sündige? Ich verliere die unmittelbare Verbindung zu Gott. Wir lesen weiter aus 1. Mose Kapitel 3. Was passierte, nachdem Adam und Eva gesündigt haben? Auch das ist sehr exemplarisch und sehr lehrreich. Da heißt es ab Vers 7, nachdem Adam und Eva das gemacht haben, da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Komischerweise waren sie es vorher schon, es war auch kein Drama. Es muss auch gut ausgesehen haben, aber plötzlich haben sie ein Problem damit. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckte sich der Mensch, also der Mann, und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, Adam, Mensch, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich kommen und ich bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch antwortete, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon. Da habe ich gegessen. Die Sünde hat eine ganz weitreichende Konsequenz, denn sie distanziert und entfremdet uns von Gott. Sie distanziert und sie entfremdet uns von Gott. Adam und Eva wollen Gott plötzlich nicht mehr begegnen. Gott ist ihr Schöpfer.
Gott hat ihnen das Paradies angelegt. Gott hat ihnen Verantwortung gegeben und sagt, genießt und gestaltet das Leben. Gott war immer nur gut zu ihnen. Und plötzlich sagen die Menschen, wir wollen diesem Gott so nicht mehr begegnen. Und auch Gottes Frage, als er dann auftaucht, drückt diese Entfremdung aus. Gott sagt, Adam, wo bist du? Und das ist nicht so, dass, oh, Gott hat Adam aus den Augen verloren, wir spielen jetzt mal ein bisschen Verstecken. Sondern diese Frage ist Ausdruck von einem tiefen Schmerz Gottes. Adam, was ist zwischen uns kaputt gegangen? Was ist verloren gegangen? Warum läufst du von mir weg? Warum hast du dich gegen mich entschieden? Warum hast du dich entschieden, gegen mich zu rebellieren? Warum misstraust du mir plötzlich? Was habe ich dir angetan? Die Antwort ist, du hast mir gar nichts angetan. Aber seitdem die Sünde in der Welt ist, ertrage ich deine Gegenwart nicht mehr, denn du bist heilig und ich Mensch, ich bin jetzt sündig. Der Mensch ist immer noch Gottes Ebenbild, aber eigentlich nur noch ein Zerrbild davon. Die Sünde kollidiert mit der Heiligkeit Gottes und sie trennt uns von Gott, weil Gott und Sünde nicht kompatibel sind. Die Rebellion gegen Gott und die Heiligkeit Gottes sind nicht kompatibel. Man kann Gott nur entweder vertrauen oder misstrauen. Man kann nicht sagen, Gott, ich misstraue, aber ich lebe ein Leben mit dir. Segne mich, sei in meinem Leben, sei gegenwärtig, du bist mir wichtig. Das kann man sagen, aber das kann man nicht leben. Es funktioniert nicht. Sünde distanziert uns von Gott. Und noch etwas, in dem Moment, wo Adam und Eva gesündigt haben, ist die Krankheit, ist das Leid, ist der Tod geboren. All diese Dinge kamen in diese Welt. Und nicht, weil Gott uns einen reinwürgen will, sondern weil das die logische Konsequenz ist, weil es unausweichlich ist. Und im Übrigen, Gott hatte es angekündigt. Er hatte uns Menschen vor die Wahl gestellt. Bleibt bei mir, lebt im Vertrauen zu mir, haltet euch an die Regeln, die für euch gut sind. Dann ist alles gut. Wenn ihr euch dagegen entscheidet, kommt der Tod in die Welt. Tut das nur, wenn ihr den Tod wollt. Und wir Menschen haben uns für den Tod entschieden. Die dummste Entscheidung, aber eben nicht nur von Adam und Eva, sondern mit jeder Sünde, für die wir uns entscheiden. Und seit diesem Moment ist unser Leben hier auf der Erde ambivalent. Wir leben immer noch in einer schönen Welt. Wir sind immer noch Gottes Ebenbild. Wir sind immer noch für die Beziehung und die Gemeinschaft mit Gott erschaffen. Aber gleichzeitig sind Sünde und Misstrauen und der Tod und der Schmerz in dieser Welt. Und deshalb beschreibt die Bibel uns komplett, man kann sie von vorne bis hinten durchlesen, beschreibt auch Gottes Sicht auf uns, auf unser Leben, auf uns Menschen, auf dich und mich, als einerseits, Gott ist voller Liebe und Zuneigung. Er liebt uns uneingeschränkt, wie am ersten Tag, an dem er uns erschaffen hat. Und gleichzeitig sagt die Bibel, Gott ist zornig über uns. Gottes Zorn steht über unserem Leben, über unserer Erde, über dem, wie wir das Leben gestalten. Gottes Zorn steht über deinem und meinem Leben. Und das ist jetzt missverständlich. Wenn man Zorn hört, dann denkt man, Gott hat schlechte Laune. Aber das ist nicht der Punkt. Ich möchte diesen Vers lesen aus Römer 1, Vers 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Tausende Jahre nach dem Sündenfall stellt Paulus fest und sagt, Gottes Zorn steht über dem Leben von uns Menschen. Und warum? Nicht einfach grundlos. Er hat nicht schlecht geschlafen, er hat nicht schlechte Laune, sondern es gibt einen Grund wegen der Gottlosigkeit und der Ungerechtigkeit der Menschen. Wir müssen verstehen, was diese Begriffe bedeuten. Gottlosigkeit bedeutet religiöse Ignoranz. Es bedeutet, Gott zu ignorieren. Es ist, in dieser Welt zu leben, und die Bibel lehrt, dass wir in der Schöpfung, in der Natur erkennen können, es muss einen Gott geben. Du musst nicht mal die Bibel lesen, um auf die Idee zu kommen, wahrscheinlich gibt es ein höheres Wesen. Zusätzlich hat Gott uns eine Ahnung, eine Vorstellung davon ins Herz gegeben, in unsere Gedankenwelt gegeben. Die allermeisten Menschen haben eine Sehnsucht nach einem übernatürlichen Wesen. Das ist in uns hineingelegt.
Aber wir Menschen, und ich sage das bewusst kollektiv, entscheiden uns dafür, ein Leben zu leben, als ob es Gott nicht gäbe. Ja, manchmal stellen wir eine Heiligenfigur auf oder ein Kruzifix an die Wand und ansonsten leben wir unser Leben genauso weiter wie vorher. Das ist Gottlosigkeit. Es muss nicht immer schlimme Auswüchse haben, aber es ist eben die Ignoranz. Ich lebe so, als ob es Gott nicht gäbe. Ich frage nicht nach ihm. Er ist eine Randerscheinung, obwohl er eigentlich mein Schöpfer ist. Der zweite Ausdruck, den Paulus hier verwendet, ist Ungerechtigkeit. Und damit meint er die Summe aller bösen Dinge, die wir Menschen uns jemals ausgedacht haben, große und kleine, die wir tun. Wir haben eine Vielzahl von Dingen. Und Paulus zählt sie auch auf in Römer Kapitel 1. Er nennt sexuelle Sünden, er nennt zwischenmenschliche Sünden, er nennt so etwas Harmloses wie den Eltern ungehorsam sein. Bobbycar, fahr den Berg nicht runter und du machst es doch. Paulus listet die ganze Bandbreite auf und sagt, Leute, es ist völlig offensichtlich, wir Menschen, ich würde nicht sagen, wir lieben die Sünde, aber wir tun die Sünde. Es ist so viel Ungerechtigkeit im großen wie im kleinen Stil in dieser Welt, in meinem Leben, dass Paulus sagt, Gott kann nicht anders, als zornig zu sein. Und Zorn meint hier, er ist betroffen, er ist erschüttert, er ist traurig. Er hält es kaum aus. Er will es nicht wahrhaben, aber wir entscheiden uns für die Sünde. Und so treten wir die Wahrheit Gottes mit Füßen durch unser Tun, durch unsere Entscheidung für die Sünde. Sünde ist nie harmlos. Echte Sünde, ein Verstoß gegen Gottes Gebote, ist nie harmlos, weil sie der Vertrauensentzug gegen Gott ist. Weil es Rebellion gegen Gott ist, weil es Emanzipation von Gott ist und weil es Heiligkeit zerstört. Und deshalb schreibt Paulus am Ende dieses Kapitels in Römer 1, schreibt er, nachdem er all diese Sünden aufgelistet hat, sagt er, und obwohl sie, die Menschen, genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen Sie sich nicht von Ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, Sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie Sie. Sünde ist immer eine Abwärtsspirale. Die Folge von Sünde ist Entfremdung von Gott und Menschen wie bei Adam und Eva. Die Folge ist noch mehr Sünde. Wenn man anfängt zu sündigen, sündigt man mehr. Wenn man dabei bleibt, wenn man das okay findet, wenn man sich daran gewöhnt hat, man sündigt immer mehr. Es gibt kaum Menschen, die irgendwann mal weniger sündigen. Wenn du dich einmal auf diesen Pfad begibst und irgendwie, wir alle Menschen sind auf diesem Pfad, Sünde bringt immer mehr Sünde hervor. Das hat mit der Emanzipation von Gott zu tun. Wir machen unsere eigenen Regeln und die sind manchmal gut und meistens schlecht. Wir treffen selber Entscheidungen, was ist gut und was ist böse und das führt zu noch mehr Bösem. Und am Ende des Ganzen steht der Tod und die Bibel spricht von einer Hölle. Und die Hölle nicht als Ort, um uns abzuschrecken und irgendwie dramatisch und wir Menschen haben uns das ausgedacht, damit wir als Kirche die Menschen Druck auf sie ausüben können. Die Hölle ist die ganz natürliche, so widernatürlich wie das ist, die ganz natürliche Konsequenz von Sünde. Wenn Sünde Rebellion gegen Gott ist, dann ist die Hölle der einzige Ort, an dem Gott nicht ist. Hölle ist der einzige Ort, an dem Gott nicht ist. Deshalb führt Sünde zum Tod und zur Hölle. Wenn wir Menschen uns entscheiden für die Sünde und damit gegen Gott, sagt Gott, ich lasse dich diesen Weg gehen. Und am Ende wirst du das Leben nach dem Tod eben nicht mit mir verbringen müssen. Warum soll ich dich zwingen, im Himmel in meiner Gegenwart zu sein, wenn du dich entschieden hast, mit mir nichts zu tun haben zu wollen? Wenn du auf Distanz zu mir gehst, gebe ich dir diese Freiheit. Die Konsequenz ist die Hölle. Denn das Schlimme an der Hölle ist nicht die Temperatur oder irgendein Feuer. Das Schlimme an der Hölle ist die Abwesenheit Gottes, weil es damit nichts Gutes mehr gibt. Die Konsequenz der Sünde ist Schuld, ist mehr Sünde, ist der Tod, die ewige Trennung von Gott, ist die Hölle. Sünde ist nie harmlos, weil Sünde zwischen mir und Gott steht.
Und wenn ich keine Lösung für dieses Problem habe, wenn wir keine Lösung dafür haben, wird die Sünde für immer zwischen mir und Gott stehen. Sünde ist immer tödlich. Es ist so, als ob wir Krebs haben. Auch wenn es mir noch gut geht, aber wenn ich Krebs habe, früher oder später wird der Krebs mich töten. So ist Sünde. Was ist die Lösung? Es wird ein bisschen heller. Es wird wieder gut. Die Bibel, ich habe es euch angekündigt, hat nach dieser knallharten Diagnose auch die Lösung für uns. In Römer 6, in dem gleichen Buch, schreibt Paulus: Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Eine knallharte Diagnose. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Du bekommst, was du verdienst. Wir bekommen, was wir verdienen. Wenn ich mich für die Sünde entscheide, kriege ich einen Lohn. Das, was ich verdiene, den Tod. Dafür habe ich mich entschieden, dafür haben Adam und Eva sich entschieden, dafür entscheide ich mich mit der Sünde. Aber Gott hat ein Geschenk für uns. Und jeder von uns versteht, es gibt einen Unterschied zwischen einem Lohn und einem Geschenk, oder? Ein Lohn muss ich verdienen. Ein Geschenk kann ich nicht verdienen. In dem Moment, wo jemand sagt, ich habe ein Geschenk für dich, aber du musst dafür für mich arbeiten, du musst dafür 100 Euro bezahlen, das ist kein Geschenk mehr, richtig? Sind uns einig. Hast du schon mal ein Geburtstagsgeschenk bekommen und musstest deinen Gästen bezahlen? Okay, dieses Geschenk hat 80 Euro gekostet, gib mal 85 Euro Spesen, musst du auch bezahlen. Das macht keinen Sinn. Entweder ist es ein Geschenk oder es ist kein Geschenk. Das Geschenk Gottes aus Gnade ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Gott sagt, die Lösung für das Sündenproblem, die Lösung für die Konsequenz der Sünde, nämlich den Tod und die Distanzierung zu Gott, die Lösung liegt nicht bei uns. Die Lösung liegt nicht darin, dass wir versuchen, bessere Menschen zu werden. Es funktioniert nicht. Es ist so schlimm, dass wir da nicht rauskommen. Aber Gott sagt, ich mache die Lösung für euch. Ich lasse meinen Sohn Jesus Christus, den Unschuldigen, an eurer Stelle sterben. Die Konsequenz der Sünde tragen und erleben. Er stirbt am Kreuz. Wer jetzt ihm vertraut, wer an ihn glaubt, und das bedeutet ihm vertraut, dem schenke ich das ewige Leben kostenlos, weil ich bezahlt habe. Und merkt ihr etwas? Hier schließt sich der Kreis. Wenn Sünde Vertrauensentzug gegen Gott ist, dann ist Erlösung, Rettung, die Lösung des Problems, Gott zu vertrauen. Gott zu sagen, ich vertraue darauf, dass das wirklich funktioniert. Ich vertraue darauf, dass der Tod von Jesus die Bezahlung meiner Schuld ist. Und dann bekomme ich das Geschenk des ewigen Lebens. In 1. Johannes 1 wird das Gleiche mit anderen Worten gesagt. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Also jeder, der sagt, ich sündige nicht, ich bin ein vollkommener Mensch, ich würde dich erstens gerne kennenlernen und zweitens, ich wäre sehr überrascht. Ich kenne niemanden, der sündlos ist. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünde und reinigt uns von dem Unrecht, das wir begangen haben. Alles, was Gott von uns möchte, ist, dass wir bekennen, ja Gott, wir sind schuldig vor dir. Ich, Sascha, bin schuldig vor dir. Ich brauche Vergebung. Ich kann dieses Problem selber nicht lösen. Schenk mir bitte Vergebung. Und dann tut Gott das. Wisst ihr, warum ich heute dieses T-Shirt anhabe? Weil meine Frau diese Woche keine Wäsche gewaschen hat und so musste ich ein schmutziges anziehen. Das stimmt nicht ganz. Ich habe vor 23 Jahren mal in einer Pizzeria gearbeitet und so oder so ähnlich sah mein T-Shirt jeden Abend aus. Nicht ganz so schlimm, aber so ähnlich. Wenn ihr jetzt in meine Nähe kommen würdet, würdet ihr merken, dass das T-Shirt echt stinkt. Das ist quasi unsere halbe Abstellkammer jetzt hier auf mein T-Shirt geschmiert. Da ist Kurkuma, das riecht besonders. Da ist Ketchup, da sind Himbeeren. Da ist irgendwie Zucchini, glaube ich, oder Aubergine. Also eigentlich so eine richtig gute Mischung für ein Abführmittel. Das ist alles hier so auf meinem T-Shirt drauf. Warum habe ich das angezogen? Um einfach zu zeigen, Sünde ist dreckig. Und ihr könnt nach dem Gottesdienst kommen und mir helfen, dieses T-Shirt sauber zu machen. So, keine Ahnung, vielleicht hat jemand einen Scheuerschwamm mit oder ein bisschen Wasser. Und dann könnten wir hier so reiben und machen und tun und ja, so ein bisschen, ne? So hier, vielleicht kriegen wir den Fleck weg. Aber das Dumme ist, da sind noch andere.
Was ist die Lösung für mein T-Shirt-Problem? Die Lösung ist ganz einfach. Ich muss es ausziehen und ich brauche ein neues T-Shirt. Und keine Sorge, ich ziehe gleich mein T-Shirt aus. Ich habe noch ein anderes drunter. Also ihr werdet nicht traumatisiert sein. Ich muss dieses schmutzige T-Shirt loswerden. Einfach nur so ein bisschen zu irgendwas zu machen, ist nicht die Lösung. Das reicht nicht. Es ist zu viel. Das ist wie mit der Sünde. Es ist einfach zu viel. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein etwas besserer Mensch zu werden, das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Aber mir von Gott ein neues Leben, ein neues T-Shirt, ein sauberes T-Shirt schenken zu lassen, das funktioniert. Das funktioniert und irgendwie ist das appetitlicher und irgendwie stinkt das nicht mehr. Und irgendwie ist das besser, oder? Komm, sagt ja. Ja, danke. Danke, danke, okay. Kann ich dieses neue T-Shirt schmutzig machen? Kann das passieren? Gleiches Frühstück zwischen den Gottesdiensten, ihr seid alle eingeladen im Keller. Kann es passieren, dass ich mein neues T-Shirt schmutzig mache? Leider ja. Es kann passieren. Und so kann ich auch als Christ, ich habe die Vergebung der Sünden in Anspruch genommen, ich habe ein neues Leben bekommen. Es kann passieren, dass ich schmutzig werde und tatsächlich passiert das. Ich weiß nicht, ob es bei Viktor und André passiert, bei mir passiert es. Und bei euch vielleicht auch. Es passiert. Und immer wieder gibt es hier und da einen Fleck. Aber das Gute ist, auch als Christ ist meine Erlösung, meine Rettung, meine Gotteskindschaft, meine Beziehung zu Gott dadurch nicht in Frage gestellt, sondern ich kann jeden Tag davon profitieren, dass Gott mir vergibt. Ich muss nicht vollkommen sein. Aber es ist Gott wichtig, dass ich mit Sünde nie umgehe, als ob Sünde harmlos wäre. Wenn ich hier einen kleinen Fleck habe und dann sage, ja, jetzt hole ich mir einen Ketchup, eine ganze Kaffeekanne, alles drauf, ist ja eigentlich egal, ist ja sowieso schon schmutzig. Dann hat Gott ein Problem damit, weil Sünde immer noch schlimm ist, weil Sünde immer noch Rebellion gegen Gott ist. Und es ist eben nicht egal, ob ich wenig oder viel Sünde in meinem Leben habe. Es ist ihm nicht egal, ob ich unbewusst aus Versehen gesündigt habe oder bewusst dauerhaft in Sünde lebe. Es macht einen großen Unterschied. Es hat mit seiner Heiligkeit zu tun. Die Grundlage für die Erlösung ist der Tod, der stellvertretende Tod und die Auferstehung von Jesus. Deshalb ist Sünde nie egal. Gott hat in der Bibel definiert, was Sünde ist. Alkoholmissbrauch ist Sünde. Drogenkonsum ist Sünde. Sexualität außerhalb der Ehe von Mann und Frau ist Sünde. Schwarzarbeit ist Sünde. Steuerhinterziehung ist Sünde. Neid, Gier, Geiz sind Sünde. Zu lügen, Menschen zu mobben, schlecht über Menschen zu reden, ist Sünde. Beschmutzt mein neues T-Shirt, mein sauberes T-Shirt. Meine Gaben und Fähigkeiten nicht für Gott einzusetzen, ist Sünde. Egoistisch zu leben, ist Sünde. Die Möglichkeit zu besitzen, Gutes zu tun und es nicht zu tun, ist nach biblischer Definition Sünde. Und nichts davon hat damit zu tun, dass Gott uns irgendetwas nicht gönnt, sondern es sind Regeln, die Gott definiert hat, weil sie gut für uns sind. Weil sie gut für uns sind. Gott weiß besser, was gut für uns ist. Gott hat nur gute Absichten. Wenn ich dagegen verstoße, dann tue ich das, weil ich Gott misstraue. Was ist die Lösung? Gottes Geschenk, Vergebung durch Jesus. Und es hat mit Vertrauen zu tun. Wir nennen das Glaube, aber es ist eigentlich Vertrauen. Vertrauen Gott gegenüber, dass es funktioniert, dass er vergibt, dass er mir ein neues T-Shirt gibt, das ich selber nicht hinkriege. Ich möchte schließen mit ein paar Bildern. Was tust du, wenn dein Handy dir sagt, ich habe nur noch 10% Akkuladung? Du hast genau zwei Möglichkeiten. Du kannst das ignorieren, einfach dein Handy weiter benutzen und dann geht es irgendwann aus und dann hast du gar nichts mehr. Die Alternative ist, es irgendwo anzuschließen, wo Strom kommt und dann ändert sich die Situation. Das Handy ist zufrieden, es sagt nicht mehr 10%, es sagt dann irgendwann 11, 12, 20, 50, 99, 100 und das Leben geht weiter. Ohne Handy geht das ja kaum weiter. Du kannst dich dem Problem stellen oder es ignorieren. Es hat nur Konsequenzen. Was machst du, wenn dein Auto anzeigt, bitte Ölstand kontrollieren oder Öl nachfüllen? Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst es einfach ignorieren, bis der Motor tot ist. Und er wird sterben, garantiert, er wird sterben.
Du kannst es ignorieren. Oder du kannst Öl nachfüllen. Du kannst das Problem lösen und weiter geht's. Wenn dein Arzt dir sagt, du hast Krebs, aber wenn wir es schnell behandeln, hast du gute Chancen zu überleben. Hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, Dankeschön, aber ich glaube ihnen nicht. Mir geht's gut. Dann gehst du nach Hause und lebst weiter und du wirst sterben. Oder du kannst sagen, lieber Arzt, ich glaube ihnen. Ich spüre nichts von dem Krebs, aber ich lasse mich behandeln. Wenn mein T-Shirt schmutzig ist, habe ich die Möglichkeit zu sagen, ist egal, sind ja Lebensmittel, ist schon in Ordnung. Irgendwann leben die. Also die riechen jetzt schon, die werden morgen noch mehr riechen. Ich kann es trotzdem ignorieren, ich kann einfach weiterleben. Habe ja auch jetzt bis jetzt in dem T-Shirt ausgehalten. Nur es endet nicht gut. Warum sollte ich das Geschenk eines neuen T-Shirts nicht annehmen? Und dieses Annehmen dieses Geschenkes Gottes, es ist so einfach. Es hat einfach damit zu tun, dass ich Gott vertraue, dass ich Gott meine Sünden bekenne und sage, ich nehme dieses Geschenk an. Es ist ein stilles Gebet. Man wird nicht erlöst und gerettet. Man wird nicht Kind Gottes. Man kommt nicht zurück in diese Beziehung zu Gott, indem man Mitglied einer Kirche wird. Auch nicht dieser Kirche, so gerne ich hier bin. Es hat damit nichts zu tun. Man wird auch nicht Kind Gottes, indem man irgendwie irgendwohin Geld spendet und irgendwas bezahlt. Man wird es auch nicht, indem man versucht, ein besserer Mensch zu sein, sondern es hat schlicht und ergreifend damit zu tun, Gott zu bekennen. Ich bin schuldig und ich brauche Vergebung. Und ich möchte jetzt am Ende dieser Predigt einfach ein Gebet vorstellen. Das habe ich einfach selber formuliert. Das kann man auch selber frei formulieren. Es ist ein ganz einfaches, schlichtes Gebet. Gott, ich gebe zu, dass ich ein sündiger und vor dir schuldiger Mensch bin. Jesus, ich glaube und vertraue, dass du für meine Sünden gestorben bist. Jesus, ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Ab heute will ich mein Leben mit dir leben. Du kannst das so formulieren, du kannst es mit eigenen Worten formulieren. Es ist keine magische Formel. Es ist schlicht und ergreifend ein Ausdruck des Vertrauens. Gott, ich vertraue dir, dass du eine Lösung für das Problem Sünde hast in meinem Leben, dass ich nicht mehr länger leugnen will, dass ich nicht mehr länger verharmlosen will, sondern dem ich mich stellen will. Wenn wir jetzt einfach hier vorne stehen bleiben, wir können gerne unsere Augen schließen oder auch offen lassen, wie du möchtest, wenn wir ein bisschen Hintergrundmusik haben, und ich möchte uns allen die Möglichkeit geben, einfach in uns zu gehen und für uns entscheiden, will ich das beten, will ich das nicht beten. Es passiert nachher nichts Unangenehmes. Ich werde nicht fragen, ob du das Gebet gesprochen hast. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ich kann dir aber sagen, wenn du das so meinst und betest, ändert sich alles in deinem Leben. Deine Beziehung zu Gott verändert sich. Du wirst aus einem sündigen Menschen ein Kind Gottes. Du wirst aus einem Kandidat des Todes und der Hölle ein Kandidat des Himmels. Und nicht nur ein Kandidat, sondern ein Bürger. Du wirst Kind Gottes. Dadurch, dass wir Gott unsere Schuld bekennen und Vertrauen zum Ausdruck bringen. Lass uns einfach jetzt stille sein und nach 2 Minuten werde ich ungefähr ein Gebet sprechen. Gott, du bist unser Schöpfer, du bist derjenige, der uns das Leben gegeben hat.
und dir jeden von uns mit so viel Gutem überschüttet hat. Du bist gut und du bist immer gut zu uns. Es gibt überhaupt keinen Grund und keinen Anlass für mich, dir zu misstrauen oder dir böse Absichten zu unterstellen. Und trotzdem tue ich das mit jeder Sünde, die ich tue, die wir Menschen tun. Danke, dass du deine Liebe und deine Fürsorge für uns nicht zurückgezogen hast, obwohl wir uns für die Rebellion und die Auflehnung gegen dich entschieden haben, obwohl wir uns entfremdet haben, uns entfernt haben von dir. Danke, dass du einen Weg gesucht hast für das Problem, das wir selber nicht lösen konnten. Jesus, danke für deine Menschwerdung, danke für deinen Tod am Kreuz, danke für deine Auferstehung und danke dafür, dass du auch 2000 Jahre später Menschen diese Vergebung anbietest. Danke, dass wir das leben und erleben dürfen, dass du uns neues Leben gibst. Danke, dass es dir egal ist, wie groß oder klein unsere Schuld ist. Danke, dass keine Schuld für dich zu groß ist, gleichzeitig aber auch keine Schuld zu klein ist, dass wir nicht Erlösung bräuchten. Ich bete, dass ich dir vertraue und dass ich konsequent lebe. Dass ich diese neue Heiligkeit, die ich von dir geschenkt bekommen habe als dein Kind, dass ich sie wertschätze und dass ich nie gleichgültig mit Sünde umgehe. Danke für deine Heiligkeit, für deine Vergebung. Danke für das neue Leben. Danke für das Versprechen, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen werden, in deiner Gegenwart, in deiner Nähe, in einer vollkommenen Welt. Darauf freuen wir uns. Ich bete für Menschen, die sich dieser Frage stellen, die sich damit jetzt in dieser Zeit der Stille auseinandergesetzt haben oder noch auseinandersetzen werden. Dass du ihnen begegnest, dass du zu ihnen redest, dass du schenkst, dass sie glauben können, wenn sie glauben wollen. Amen.